Und nun sind wir in der Zukunft, in dem Wonnemonat Mai, ja, der hoffentlich ein bisschen mehr Regen bringt. Ich also, gucke echt so quer. Oh, ich kann quer fast nicht mehr gucken. Das ist tief, echt, das ist echt nicht mehr lustig. Also, oh, ist immer schlimm, wenn Satire und Kabarett so gut ist, dass es halt, ja, dass die Kritik einfach, weil die Umstände einfach so schlimm sind, dass man einfach keine Witze mehr drüber machen kann. Mhm. Deswegen gucke ich fast auch nicht mehr, weil also quer. Das macht mich mittlerweile mehr wütend, als dass es mich unterhält. Das ist immer so ärgerlich. Ja. Also quer ist für mich mittlerweile zur besten Sendung im Fernsehen geworden, wirklich. Der ist so gut, Christoph Süß und die Beiträge. Und auch wenn es da eigentlich ja immer nur um Bayern geht, aber das ist trotzdem. Das weißt du ja meistens auch schon, gibt es ja auch genug. Ja. So, jetzt in dem Mai. Eine Ursendung steht an. Der zweite Teil von Als ich im Sterben lag, ein Hörspiel nach William Faulkner, Walter Adler am Regiepult, der Altmeister des Hörspiels. Das gibt's am Mittwoch, den 1. Mai um 18.20 Uhr im SWR 2 zu hören. Ja, und wird es auch zum Download geben, weil den ersten Teil gibt es auch schon zum Download. Der ist jetzt Ende April erschienen und 2 und 3 folgt dann auch. Und wir werden berichten im nächsten Orcast, im übernächsten wahrscheinlich. Dann kommen wir zum Umklapp, nein. Nein, aber ein Ding im Handel kommt. Donnerstag, 2. Mai gibt es Neues bei Audible, und zwar Auris Teil 1 von Sebastian Fitzek, ein Originalhörspiel, aufgemerkt, von Sebastian Fitzek, also keine Umsetzung einer Romanvorlage, sondern was ganz Eigenes, extra fürs Hörspiel geschrieben, und wir sind sehr gespannt, was das wird. Oh ja, Fitzek immer. Dann am Donnerstag, den 2. Mai, 19.04 Uhr im WDR 3, gibt es das Hörspiel Noise Attacks. Ich sitze hier und denke, sind die blöde? Genau. Tja, ein Hörspiel von Andreas Weiser und Wolfgang Neuss. Eine Co-Produktion von WDR, SFB, Eigenproduktion und ORB aus 1999. Das klingt sehr abgefahren und sehr spannend, um was es da geht, nämlich um ein Interview mit einem kiffenden Kabarettisten. Und der Interviewer hat anscheinend auch gekifft und hat dann im Nachklapp quasi das Interview dann veröffentlicht und zusammengeschnippelt und das kam dann dabei raus. Ja, genau, aber auch 13 Jahre, nachdem es produziert wurde. Also das Interview ist von 85 zur höchsten Endzeit von Neuss. Der hatte ja nochmal da so ein Quasi-Comeback. Kennst du den überhaupt? Nein, tatsächlich Wolfgang, nicht. Wolfgang, echt nicht. Überhaupt das nicht. Das ist ein sehr spannender Typ. Der hat in den, ich sag mal so, in 50er Jahren, der war schon also immer Kabarettist, so im Dunstkreis der Lach und Schieß war, glaube ich, unterwegs. Also so auch am Anfang mit Hassenkamp, Kästner, so in dem Dunstkreis, habe ich ihn zumindest einsortiert. Also kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber ich glaube, so war das. Und er hat auch in so populären Filmen der 50er mitgespielt, immer so ein bisschen so als klamaukig, so immer so als Gauner oder so irgendwas. Und er war bekannt als Kabarettist mit der Pauke. Er hat also Kabarettauftritte und sein Instrument war das Schlagzeug. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber hat damals funktioniert. War Ende der 60er Jahre so, wie hieß er, vom Niederrhein, der große Hüsch, Hüsch, Süvergrüpp. Mit Degenhardt hat er viel zusammen gemacht. Jetzt nicht unbedingt Kabarett, aber so zusammen haben die auch Programme, alle vier zusammen auch gemacht. Er ist dann irgendwann abgerutscht. Also seine berühmteste Aktion, eigentlich so die interessanteste, er hat damals den Halstuchmörder verraten. Okay. Kennst du, Halstuchmörder kennst du? Ja. Er war also so ein Straßenfeger in den 60er Jahren, mehrteiliger Dörbritsch. Neuss hat am Abend des letzten Teils einen Auftritt. Und da alles vorm Fernseher saß damals, also das war wirklich, er hat 80% Einschaltquote gehabt oder sowas, also es war wirklich kaum jemand, der das nicht geguckt hat. Und Neuss um seinen Auftritt bangte, dass keiner kommt, hat eine Anzeige morgens in die Zeitung gerückt und gesagt, sie können ruhig bei mir vorbeikommen, der Halsbruchmörder ist Dieter Borsche. Das ist natürlich äußerst übel gewesen. Also der hat, also da ging es also so richtig auch ans Eingemachte mit Morddrohungen und allem drum und dran. Und das war, glaube ich, so dann das Ende seiner Karriere. Glaube ich, das hat ihm Deutschland nie verziehen. Und er ist dann abgerutscht und hat sich dann so ganz zurückgezogen und tauchte dann so in den 80ern wieder auf mit langen, verfilzten Haaren und ohne Zähne. Wenn du ein Bild von ihm siehst, erkennst du ihn sofort. Ja, in alt und in jung tatsächlich, ja. Da hat er also einige bemerkenswerte TV-Auftritte gehabt, unter anderem erinnere ich mich da an einen mit Friedrich von Weizsäcker, was wirklich sensationell war, weil der hat auch keine Angst und keinen Respekt mehr vor irgendwas gehabt. Also, und er ist dann leider irgendwann gestorben, auch viel zu jung, obwohl er schon so alt aussah.
Und das war wirklich, das war eine Type, da sollte man, kann man sich gerne nochmal durchyoutuben. Das war wirklich eine Nummer, der Typ. Klasse Sehr Kerl. interessant, ja. Ja, deswegen werde ich das Ding auch hören. Das kommt übrigens nicht nur am Donnerstag, den 2. Mai, also Noise Attacks, 19:04 bei WDR3, sondern auch freitags nochmal bei RBB wird das auch nochmal gesendet. Und auf CD gibt es auch noch. So, dann 2. Mai, apropos, 23 Uhr, 1 live, gibt es noch einen Benjamin Quarbeck. Keine Sekunde Schanze läuft nämlich da. Hatten wir euch auch schon vorgestellt. Und ja, die Reihe mit den Hörspielen 12 Stunden Hustle, 3 Tage Nordstadt. Und der letzte ist, na, sag schon, 50 Minuten Berlin heißt er, glaube ich. Ne? Genau. Der kommt dann die Woche drauf. Und alles Großartig. zum Download. Ja. Dann in den Handel. Jetzt geht's rund. Maritim. Starten wir mit Maritim. Bringt ein altes Hörspiel nochmal raus, nämlich Nein, Beyond. Was? Ach, da das gab ist es immer der nur den zweite ersten Teil. Teil. Du hast recht. Es gab ja von dem immer nur den ersten Teil. Genau. Beyond the Veil, den zweiten Teil. Tabu. Nach 500 Jahren Abstinenz. Genau. Und ich weiß noch, dass ich den ersten Teil echt doof fand. Tut mir Ich habe leid. den ersten nicht mehr. Ist das auch Christian Rode im ersten Teil? War das Das weiß ich das? nicht mehr. Ich weiß nur, es ging um Vampire. Ja, dann ist das das wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das fand ich auch nicht so gut. Ja, aber der zweite Teil trägt zumindest einen anderen Titel als den, den man ursprünglich geplant hat. Also könnte auch sein, dass jemand anders die Reihe weiterschreibt. War das nicht Askan von Bargen? Ja, das war Askan von Bargen. Ich glaube, der schreibt nicht für Maritim. Also ich denke mal, das wird dann von niemand anders kommen. Aber mal gespannt, ja. Dann gibt es den zweiten Teil von Betty und ihre Schwestern bei Holisoft. Der erste Teil kam ja im April raus und jetzt am 3. Mai gibt es dann Teil 2. Ja, bei der Gruselserie von Europa geht's auch weiter. Folge 3: Moskitos. Anflug der Killerinsekten. Oh ja. Ja, auf dem Cover ist der uneheliche Sohn von Bud Spencer und Burt Reynolds Burt drauf. Reynolds hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Der gerade von einem Monsterinsekt in den Hals gestochen. Oder ins Ohr? Ins Ohr gestochen wird, glaube ich. Es scheint jedenfalls weh zu Danke, Wolfgang Damerius. tun. Ja, Sehr genau. schön wieder. Wirklich toll. Noch mehr bei Europa für eine etwas jüngere Zielgruppe. Schlau wie vier, die 12. Folge erscheint Hunde und Wölfe, unsere Haustiere und ihre wilden Verwandten. Und jetzt geht's rund bei den All Ears. Da haben wir einmal den Jasper beim Schneewittli. Ja, eine alte Märchenlandproduktion jetzt bei Maritim und All Ears. Und auch noch einen Winnetou gibt es am 3. Mai von Märchenland. Aber wie gesagt, ich habe da vollkommen den Überblick verloren, welcher Winnetou das ist. Da kam schon ein Zweiteiler mit Winnetou, jetzt kommt nochmal ein Einzelner hinterher. Dass das Ganze nochmal zusammengefasst. Ja, Eine wahrscheinlich. Zusammenfassung von Winnetou. Genau. Dann bei PDAX kommt etwas sehr Interessantes, was ich damals, weiß ich noch, als es beim SRF, glaube ich, lief. Nee, oder? Kann sein, ja. Beim SRF ist das, glaube ich, gelaufen. Auf dem Kinderprogrammplatz beim Oder doch, MDR. also ich bin mir relativ sicher, dass ich das irgendwann mal schon mal gehört habe. Also es ist die haarsträubenden Abenteuer des Detektivs Dick Dixon. Eine Rundfunk der DDR-Produktion aus 1962 kommt jetzt bei PDAX raus. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich es irgendwann mal gehört habe. Aber ich krieg's nicht mehr gebacken. Und ich Ja, ich meine, meine dass das auch, aber das damals beim ist zu lange SRF her, also lief. kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also auf jeden Fall so ein Dickens-Klon im Ja, Osten. und eher so, jetzt nicht kindgerecht, aber Ja, es ist, schon eher deswegen so habe ich auch für so die dunkel im Ohr, dass da die eine oder andere Kleineren. Folge auch auf dem MDR Figaro Kinderhörspielplatz Okay. lief. Aber würde ich jetzt auch nicht für die Hand ins Kann Feuer auch legen wollen. sein. Aber es kommt ja auf CD, also ist ja dann auch wurscht. Genau. Ja, dann gibt es Bruder Lustig. Ja, nicht ein Freund von uns, keine Ahnung, was es da ist. Also ein Märchen der Gebrüder Grimm bei Märchenland und All Ears und Maritim. Heidi wird übrigens immer noch erwachsen. Ja, es hört nicht auf. Ein schlimmer Verdacht heißt die nächste Folge bei Märchenland. All Ja, Ears. und auch die letzte Folge von Robin Hood, auch die Folge 5, auch bei Märchenland. Schießt da die Ische auf Robin Hood gerade? Sieht ganz so aus. Ja, hat auch irgendwann mal genug. Ja, irgendwann reicht's. Dann Märchen, das tapfere Schneiderlein und andere Märchen bei All Ears. Und der kleine Muck, Wilhelm Hauff, auch Märchenland, auch All Ears. Und Fix und Foxy, das Spukschloss. Ist das denn Ich auch hatte. Sven Stricker? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich weiß es Ernsthaft? nicht, ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur so Ach, ist raus, das so gar rum. nicht alt? Doch, relativ alt, oder? Aber nicht plattenalt. Ich habe doch Weiß eine es Fix nicht. und Foxy-Platte. 2000 rausgekommen bei Ravensburger. Da war zumindest Sven Stricker noch da, Ah, dann aber kann es doch sein. weiß es nicht. Aber oder ist das da vielleicht schon eine Neuauflage? Das gab es doch bei Maritim mal, oder? David Turber, Michel Wiesner. Nee, da steht was. Da ist eine Redaktion, hat es Sven Stricker, also doch. Ach, ernsthaft? Ja, Witzig. doch nicht so ganz falsch.
Nee, Gold, richtig. Ja, Fix Ja. und Foxy, das Spukschloss. Genau, gibt's Dann bei zurück, Maritim. genau, dann zurück ins Radio. Die Nacht des Luxus hatte ich euch schon vor einiger Zeit mal empfohlen. Hast du es mittlerweile gehört? Nee, ne? Nee, Glaub nicht. leider nicht. Ich glaube, beim letzten Mal auch noch nicht. Das hatten wir jetzt auch schon öfter drin. Also, ich würde es empfehlen wollen. Ein Krimi läuft Freitag, 3. Mai, 19:04 Uhr bei WDR 3 und dann Samstag, 17:04 Uhr bei WDR 5. Dann zum SRF. Da kommt am Freitag, den 3. Mai um 20 Uhr, Yasseron, der Rechtsanwalt und Notar. Ein Hörspiel von Alain Frank. Eine DRS-Produktion aus 1969. Und habe ich gehört und fand ich gut. Ein sehr schönes Kabinettstückchen im wahrsten Sinn des Wortes. Ein junger Mann ist ermordet worden, und zwar der Sohn von Notar Chasseron und seiner Frau. Die beiden werden also von einem Polizist besucht, der ihnen die schreckliche Nachricht bringen will. Bei diesem Gespräch stellt sich dann raus, dass es da durchaus eine Motivlage gäbe oder auch mehrere Motivlagen gäbe, dass die Eheleute ihren Sohn umgebracht haben, also entweder er oder sie. Und beide haben kein richtiges Alibi für die Zeit. Ja, beide verstricken sich immer mehr in irgendwelche Widersprüche und versuchen sich auch gegenseitig, ja, ich will jetzt sagen, ein Alibi zu geben, aber so gegenseitig jeder sich vor den anderen zu stellen. Und das ist wirklich ein gut durchdachtes Stück, ein gut erzähltes Stück. Und aufgrund der Dichte, nur drei Personen, ist total spannend. Und ja, man fiebert immer mit und quasi jede Szene ändert die Richtung dieses Hörspiels vollkommen. Also wirklich ein gut erzähltes Hörspiel. Gibt es auch, glaube ich, noch in drei verschiedenen Radiofassungen. Und hier die vom SRF oder beziehungsweise DRS damals ist wirklich großartig. Die anderen beiden kenne ich nicht. Unter anderem Gerd Westphal spricht mit. Also wirklich super. Und wenn ihr verzwickte Krimis mögt, unbedingt einschalten. Stark. Wir bleiben am Freitag. 21:05 Uhr gibt es auf einer der 1-Welle Nord eine Ursendung, und zwar das Hörspiel Mittagsstunde nach Dörte Hansen, eine RBNDR-Koproduktion. Ja, dann haben wir noch einen Radiotipp für euch, den wir euch schon vorgestellt haben. Am Freitag, den 3. Mai, 22:03 Uhr bei SWR 2 läuft nochmal Doberschutz und die Politik der Liebe. Bereits vorgestellt hatten wir euch auch, was am Samstag 21:05 Uhr im NDR Info kommt, nämlich Fardo Fatal von Jan Decker, die NDR-Produktion aus 2017. Ja, dann am 5. Mai wird es was Juhu! zum Download geben. Endlich ist die Dürrezeit vorbei. Die neue Staffel Hummel Hummel Mord Mord ist da. Folge 12, beziehungsweise nach deren Zählung ist es eigentlich schon die 14, weil die diese kurzen Specials auch als Folge zählen. Muss man dann nochmal gucken. Also auf jeden Fall die nächste reguläre Folge und nächste reguläre Staffel steht an und wir freuen uns wie Bolle drauf. Oh ja, tun wir. Ja. Dann im BR gibt es am Sonntag um 15:05 Uhr eine Ursendung, und zwar das Hörspiel Stein, Stiel, Schlehe von Esther Kinski, eine Genau. BR-Produktion. Ja, ebenfalls am 5. Mai um 17 Uhr dann bei SRF 2 Kultur. Ihr sollt den Fremden lieben, der erste Teil von Alfred Bodenheimer. Auch dieses Hörspiel haben wir euch schon vorgestellt. Teil 2 folgt dann eine Woche später. Ja, dann das Hörspiel, das den Deutschen Hörspielpreis der ARD gewonnen hat im vergangenen Jahr, gibt es am Sonntag um 19:04 Uhr nochmal zu hören im WDR3. Die Schuhe der Braut, bitte, wer es braucht, wir nicht. Eine Ursendung gibt es bei SWR 4 Baden-Württemberg. Väterchen und der Wolf heißt das Ganze, ist ein Hörspiel von Manfred Zach und eine Neuproduktion. Unter Umständen gibt es sie auch zum Nachhören, wird immer angeboten, aber momentan hängt es bei SWR 4 da ein bisschen. Also nicht jede Nachhörmöglichkeit führt dann auch dazu eine. Beim NDR Info gibt es am Sonntag um 21:05 Uhr noch eine Ursendung, und zwar das Hörspiel Töchter von Lucy Fricke, eine NDR-Produktion. Ja, und am 6. Mai um 21:30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gibt es das Hörspiel Harald von Annette Schelt nochmal zu hören. Auch das Hörspiel hatten wir euch schon vorgestellt. Guter, interessanter Krimi, der eigentlich kein Krimi ist. Das stimmt, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, dann Freunde des Skurrilen aufgemerkt. Jörg Buttgereits Sexmonster kommt mal wieder nach auch längerer Abstinenz. Das gibt's auch zum Download. Und zwar läuft's am Montag, den 6. Mai, 23 Uhr, natürlich auf 1 Live. Wo sonst? Da weiß ich schon, hatte ich mich damals mit Jörg Buttgereit im Vorfeld unterhalten und er sagte, nimm es direkt auf, wer weiß, ob es der WDR nochmal senden wird. Naja, jetzt sendet er es nochmal 10 Jahre später tatsächlich. Ja, es war tatsächlich, es war auch damals, glaube ich, gar nicht zum Download angeboten, weil man sich dann nicht so ganz sicher war, ob das wirklich, ob das sendefähig ist. Aber es ist tatsächlich gesendet worden und mittlerweile ist man auch übers Gröbste hinweg und bringt es dann nochmal. Sehr schön. 7. Mai, 20:10 Uhr beim Deutschlandfunk, das Hörspiel Katzengeschrei von Adolf Schröder.
Schröder, was du schon mal gehört hattest oh, und ja. den Orcas vorgestellt hattest. Oh ja, und spannend. Das gut fandest, ja. Oh ja. Ich will erinnern. Dann gibt es eine Ursendung im SWR 2 am 7. Mai, Dienstag, 23.03 Uhr. Und zwar das Hörspiel Do Not Leave Your Luggage Unattended. Soll man ja aufpassen, ja? Ein Hörstück genau. von Martin Daske, SWR-Produktion. Ja, dann auch ein Kriminalhörspiel, was wir euch schon, ich glaube, des Öfteren vorgestellt ja. haben, weil es immer mal so alle Jahre mal läuft. Das Hörspiel Top Job von Jason Starr ist nochmal zu hören am 8. Mai, 20.05 Uhr bei Bayern 2. Dann zum NDR Kultur. Am 8. Mai, den Mittwoch, 20.05 Uhr, gibt's das Hörspiel Geister in Princeton zu hören nach Daniel Kehlmann. Die Koproduktion von NDR und ORF aus 2013, die wir euch anscheinend auch schon mal vorgestellt haben. Das ja, ist aber auch schon ich habe die, hab die gehört, ja. Ich fand die auch ziemlich gut, aber ich habe mittlerweile auch keine Erinnerung mehr dran. Ja, dann, wie schon erwähnt, 50 Minuten Berlin läuft am Donnerstag, 9. Mai, 23 Uhr bei 1 Live, ist auch zum Download und damit sind alle vier dieser Hörspiele nun zum Download verfügbar und ihr könnt euch die alle am Stück gönnen. Jetzt wird's schräg. Ja, in der Tat. Es geht wieder in den Handel. Am Freitag erscheinen diverse Hörspiele. Und eins, wo ich erst gedacht habe, man will mich veräppeln. Hm? Und ich weiß immer noch nicht so genau, was es denn jetzt ist. Ist es eine Satire oder? Hm. Das Hörspiel heißt Fünf Freunde, endlich erwachsen. Auf dem Bild abgebildet Twins, die ja. So ein Picknick machen. Und jetzt kommt's, die erste Folge heißt Fünf Freunde essen glutenfrei. Das ist kein Scherz, die heißt wirklich so. Aber auf dem Bild sehen sie immer noch aus, als ob sie in den 50er Jahren wären. Ja, das ist sehr schräg alles. Ich könnte mir super vorstellen, dass das was echt Lustiges werden könnte und sogar hintersinnig werden könnte. Also ich könnte mir da diverse Sachen, richtig gute Sachen reindenken tatsächlich. Ich habe aber so irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen Bedenken. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und überraschen. Man hätte vielleicht die Bücher mal lesen sollen. Ja, aber mal gespannt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Drauf, drauf. Ja, auch einen neuen Asterix wird es geben. Die Folge 30, Obelix auf Kreuzfahrt. Die Geschichte kenne ich auch nicht. Ich glaube schon. Aber Obelix auf Kreuzfahrt, das sagt überhaupt nichts. Muss mal gucken, habe ich bestimmt irgendwo rumliegen. Ja, du hast doch hier jedes. Ja, aber die neuen nicht. Habe ich gesehen. Ich glaube gesehen, dass ich jetzt schon zwei oder drei nicht habe. Schlimm. Ja, dann kommen sie endlich. Die Alpha-Mods. Folge 1 Ultra-Will bei Mac Media. Ja. Aber Regie Josef Ulbich. Das lässt dann doch ein bisschen aufhorchen. Das ist wer? Josef Ulbich ist Lauscher-Lounge. Ich wollte gerade sagen, ich lese gerade Thilo Masut und Nina Steiger das auch. Das riecht sehr nach Lauscher-Lounge. Ja. Genau, da gibt es für nicht nur Folge 1, sondern auch Folge 2 gleich mit. In letzter Sekunde heißt die zweite Folge und ist auch von Mac Media. Warte auch immer zum Markt, das ist. Also das sieht wirklich so nach Before Undercover. Da kann man ohne Musik aus. Bitte nicht die Musik einspielen. Keine Sorge. Danke. War so schlimm? War schon gerade mal eine Tüte atmen. Ja, war schlimm. Ja, es wird so noch schlimmer. Gib's bitte nicht bei YouTube ein. Gib das bitte nicht bei YouTube ein. Weil da gibt es wirklich, das ist ja wirklich eine Band, wenn du da die Bilder dann auch noch siehst. Ich hoffe gewesen. ich denke schon. Ja. So, nochmal All Ears. Märchen geht's weiter. Der Eisenhans gibt's auch. Alte Märchenlandproduktion jetzt bei All Ears. Genauso wie die Lausbubengeschichten. Oh, von Ludwig Thoma. Mhm. Ja, und nochmal zwei Märchen von Wilhelm Hauff. Zwerg Nase und Kalif Storch, die auf einem, Tonträger kann man nicht sagen, es ist ja nur digital verfügbar. Super Märchen, beide, finde ich. Heidi wird immer noch erwachsen übrigens. In Folge 6 zerbricht eine Freundschaft, Fragezeichen. Oh, und da ist doch die Clara zu sehen. Ja. Und auch eine neue Folge Sindbad gibt es, beziehungsweise nicht eine neue Folge, sondern ein Einzelhörspiel Sindbad der Seefahrer. Ja, eine Maritimproduktion, die neu aufgelegt wurde. Ich weiß nicht, das sieht so nach Film-O-Ton-Hörspiel, beziehungsweise also zumindest ist der Sindbad auf dem Cover, ist zumindest der Fernsehserien-Sindbad. Entschuldigung, ich muss so lachen, weil ich neulich erst die erste Folge von Pastewka mal wieder angeguckt habe und da diese Sindbad-Melodie im Auto ständig läuft. Ja. Ich weiß nicht, wie oft die da kommt. Und dann das Gesicht von Bastian Pastewka, der voll genervt ist und immer dieses Sindbad-Melodie. Sehr lustig. Dann bei Edgar Allan Poe und Auguste Dupin geht's auch weiter mit Folge 5, Der Fluch des falschen Königs, auch bei Maritim. Dann noch eine neue Folge, Fix und Foxy, die Monsterpflanze. Ja, große Hörspielkunst wahrscheinlich. 10. Mai im Handel. Das ein Kaffee. Ich will das hören. Ja, unbedingt. In die Show. Gab es nicht auch eine TKKG-Folge mit Monsterpflanzen? Angriff der Monsterpflanzen? Nee. Ja, irgendwie so dunkel sagt mir das was. Ja. Dann noch was bei Märchenland All Ears, die beiden Wanderer.
was auch immer das Ja, ist. auch zwei Märchen. Der Geist im Glas ist da auch noch mit drauf. Oh, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsmärchen. Das mag ich sehr gerne. Ja, dann aufgemerkt, am 10. Mai gibt es auch ein Hörspiel auf CD, was es jetzt schon seit Ende April digital ist, und zwar Oliver Dörings Fantastische Geschichten Folge 1, Jori. Da werden wir euch garantiert im nächsten Oh ja, aber Podcast sowas was von von, aber erzählen. sowas von, da freue ich mich schon so immens drauf. Ich habe schon gehört, aber ich will jetzt noch nichts verraten. Ah, Nee, der ich will das feine lieber Herr. geplant, Okay. in geordneten Bahnen. In meinem Alter habe ich so autistische Züge, da kann ich jetzt nicht so spontan. Okay. Nee, da brauche ich schon. Dann beruhigst du dich erstmal und ich übernehme den nächsten Umklapp. Der nächste ist gut, ist der erste. Von Donnerstag auf Freitag, 0:05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, gibt es eine Ursendung. Und zwar Kayapo, der weinende Häuptling Raoni. Ein Hörspiel von Robin Minar, Deutschlandfunk Kulturproduktion zusammen mit dem WDR. Dann um 20 Uhr bei SRF1 am 10. Mai gibt es nochmal Marie T. Martins Hörspiel Schwarzlicht zu hören. Auch das haben wir euch schon vorgestellt. Und noch eine Ursendung. Am Freitag, 10. Mai, 22:04 Uhr im RBB Kulturradio gibt's das Hörspiel Wer Wagenitz, der nichts gewinnt. Ja, von Anni K. von Trier. Ja, ich will nicht sagen großartig, aber es ist tatsächlich ein Hörspiel, wo ich davor gesessen habe und wirklich mit Begeisterung zugehört habe und hinterher nicht sagen konnte, warum. Okay. Es liegt tatsächlich, glaube ich, viel am Charme von Annika von Trier, die hier die Hauptrolle spricht, die eine ganz interessante Figur ist. Also ich habe mich danach direkt mal über sie schlau gemacht, weil ihr Name mir gar nichts gesagt hat. Das ist auch so ein künstlerischer Tausendsasser, der schon tausende Sachen gemacht hat. Zum Beispiel hat sie mal auf der Straße ein Akkordeon gefunden und seitdem spielt sie das Instrument bei Okay. ihren Auftritten. So ein lindgrünes Akkordeon. Irre. Auch richtig gut. Also sie macht auch die Musik hier in dem Hörspiel dazu. Es geht da um sie selbst. Also sie fährt zu einem Stipendiat auf das Schloss Wiepersdorf, trifft dort den Geist von Bettine von Arnim. Und nicht nur den, sondern auch noch Jenny Marx und Hanna Höch. Ja, das gibt dann so eine Rundreise durch diese drei Biografien dieser Frauen in ihren jeweiligen Zeiten, die alle, ja, wenn man es mal will, so in ihrer Zeit starke Frauen waren, die schon besonders waren und ihren eigenen Kampf fochten und doch auch, so wird in dem Beispiel deutlich, auch so ein bisschen dennoch gefangen waren in diesen gesellschaftlichen Zwängen, die damals gerade gegenüber Frauen herrschten. Es ist sehr interessant und wie gesagt, Annika von Trier, ich hätte der noch stundenlang weiter zuhören können. Es ist jetzt nichts, wo man denkt, ah, das ist jetzt eine super Story, sondern es geht tatsächlich, hat eher mehr so ein Feature-Charakter, ist zu viel gesagt, aber eher so einen Info-Wert als einen erzählerischen Wert. Aber wie gesagt, der Charme, den das versprüht, fand ich großartig und würde da jedem empfehlen wollen, zuzuhören, der wirklich mal was anderes hören will, der sich nicht scheut vor ungewöhnlichen Erzählungen und die Biografien der drei Frauen, die hier natürlich nur zum Teil angerissen werden können, sind auf jeden Fall höchst interessant und insofern würde ich doch mal empfehlen wollen. Wie gesagt, ich habe das wirklich mit Genuss gehört, auch wenn ich nicht genau sagen kann, woran es lag. Das ist sowas von notiert. Das klingt gut. Ja, das ist wirklich, also ich war ganz, ganz baff. Also das ist so schön erzählt Cool. irgendwie. Hat sie vorher schon mal ein Hörspiel gemacht? Ich glaube Nee, nicht. oder? Also mir hat der Name überhaupt nichts gesagt. Deswegen habe ich mich mal da umgeschaut und die hat also wirklich schon so ich glaube, in jedem Kunstbereich war die irgendwie schon mal unterwegs und irre. Fand ich schon gut. Dann ein Hörspiel, was wir euch auch schon mal vorgestellt hatten. Kranawake, Hörspiel von Simon Werle, SWR-Produktion aus 2017, gibt es im BR2 zu hören und zwar am Samstag 15:05 Uhr. Dann steht auch wieder der alljährliche Giro d'Italia vor der Tür und natürlich sendet SRF2 Kultur sein 2017 produziertes Hörspiel Giro 49 nochmal. Von Dino Buzzati ist das Ganze. Hatten wir euch auch schon vorgestellt und ist sehr interessant, sehr anders, sehr speziell, aber ganz schön viel Radfahren. Dann eine Ursendung im Deutschlandfunk, 20:05 Uhr am Samstagabend. John Giorno, Sound Poems, ein Hörspiel von John Giorno. Eine Deutschlandfunk-Koproduktion mit dem SWR zusammen aus dem vergangenen Jahr, das jetzt urgesendet wird. Ja, am 11. Mai, 21:05 Uhr bei NDR Info gibt es die Ursendung eines Krimis von Jan Decker. Kalte Sophie heißt das Ganze. Dann zum Sonntagvormittag, 8:05 Uhr aufstehen. Deutschlandfunk Kultur sendet das Hörspiel Gustav im Schrank von Sarah Triltsch. Eine Deutschlandfunk Kulturproduktion aus 2018, die wir euch schon mal vorgestellt haben. Genau. Um 14:04 Uhr bei HR2 gibt es eine Ursendung, ein Hörspiel von Michael Krüger.
Das Glasauge, neu produziert, inszeniert von Ulrich Lampen. Eine eher Erzählung als Hörspiel. Es geht um die Erinnerung von Michael Krüger. Naja, nicht ganz, also eine fiktive Romanfigur, die aber unheimlich viel ja, mit Michael Krügers Aufwachsen zu tun hatte. Das Aufwachsen in den Nachkriegsjahren im Ostteil der Bundesrepublik. Ostteil der Bundesrepublik ist auch geil. In der DDR. Siehst du, so zusammengewachsen sind wir schon. Genau, ja, genau. Ich bin schon so, als ob die deutsche Einheit schon 30 Jahre her wäre. So habe ich das schon verdrängt, ja, dass es das jemals gab. Ja, also in der DDR aufgewachsen, in der Nachkriegszeit, als gerade so die Bolschewisierung der Landbevölkerung stattfand. Und die Eltern des jungen Erzählers sind in Berlin. Der Junge wächst bei den Großeltern auf, die ihren Hof quasi dem Staat abtreten mussten und nicht nur den Hof, sondern auch die Toilette und alles, was drum und dran dazugehört. Ja, davon erzählt dieses Hörspiel weniger von den Tatsachen als vielmehr, was das mit den beiden Großeltern gemacht hat, die unter diesem Verlust sehr litten und der Opa von Anfang an sehr schwermütig ist und depressiv und Selbstmordgedanken hegt und so quasi nur durch die Aufgabe, den Jungen noch großzuziehen, am Leben gehalten werden. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Aber jetzt weniger Hörspiel, obwohl auch, ich sag mal, Dialoge ist zu viel gesagt, aber zumindest einzelne Erzählstränge auch von den Sprechern der Figuren vorgetragen werden. Aber insgesamt ist das schon eher eine Erzählung, fast Lesung, denn eines Hörspielmonologs mit Einschüben. Also ist schon so ein bisschen so ein Twitter-Ding, aber sehr hörenswert fand ich tatsächlich sehr interessant, weil das auch wieder so eine Biografie ist, die man nicht so unbedingt tagtäglich auf dem Schirm hat. Ja, fand ich ziemlich beeindruckend und auch interessant erzählt, dieser Blick des Kindes, der allerdings dann jetzt auch schon eine erwachsene Sicht hat auf das Ding und dann also quasi zurückblickt auf diese Zeit und fand ich gut. Dann, ja, genau. 12. Mai, ein Hörspiel von Tom Noga, eine Neuproduktion des WDR, heißt Creepy Hollow. Da bin ich doch mal sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich auch wieder eher eine Soundstory, oder? Ich denke auch, da geht es um Musik. Ja. Dann, apropos sehr schön, ach nee, am Montag, 13. Mai, gibt es um 21.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur Der Hahn ist tot von oder nach Ingrid Noll. Deutschland Radio Produktion, damals 1997 beim Hörverlag auch auf CD erschienen und ich habe es auf Kassette hier tatsächlich. Aber schlicht. Ja. Ich weiß noch, ich habe das damals bei einem Umzug in Kiel gehört und habe mich dann danach gefragt, warum ich das angehört habe. Es ist ziemlich präsig, ja. Naja. Dann ein Hörspiel, was wir euch auch schon mal vorgestellt haben, eine SR-Produktion aus 2017. Ja. Von Madeleine Giese. Wo fängt die Wand an? Ist das Ganze und du hattest es, glaube ich, gehört und, glaube ich, ziemlich gut befunden, hört oder? Hört euch das gefälligst an. Das ist das beste Hörspiel, was ich jemals über Kunst im Allgemeinen gehört habe. Mhm. Ach ja, genau. Also, da wird Kunst so grandios in allen Dimensionen abgebildet. Also vor allem die Reaktion und Meinungsverschiedenheiten über Kunst, vor allem über moderne Kunst. Es ist grandios, großartig, ganz, ganz toll. Das hat mich völlig geflasht und das war immens originell, ganz, 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 ganz toll. Anhören. Apropos SR, es gibt dann einen neuen Radiotaler, der vom SR kommt, und zwar am 15. Mai ab 20.05 Uhr bei Bayern 2 erstmals zu hören. Über die Dörfer heißt das Ganze und ist von Erhard Schmid. Beim SR habe ich tatsächlich Hoffnung, muss ich sagen. Ja. Und freue ich mich. Dann Deutschlandfunk Kultur. Da gibt es um 21.30 Uhr am Mittwochabend, 15. Mai, den ersten Teil von Eugénie Grandet nach Honoré de Balzac zu hören. Deutschland Radio Produktion aus 2016. Hat man euch auch vorgestellt. Das gibt es auch zum Download tatsächlich, obwohl es beim Hörverlag noch vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Aber ihr könnt es jetzt schon downloaden beim Deutschland Radio Kultur. Okay. Dann Donnerstag, 16. Mai, 19.04 Uhr, WDR 3, eine Ursendung, ein Hörspiel von Bianca Döring, Exit heißt das Ganze und ist, ja, wie gesagt, eine Neuproduktion. Regie hat Claudia Johanna Leist. Jetzt wieder in den Handel. Am Freitag gibt's Diverses und los geht's mit dem fünften Teil von Charlie Chan oder fünfte Folge. Charlie Chan macht weiter. Ja, er macht wirklich weiter nach einer kleinen Pause bei Oscar-Media. Und eine neue drei Fragezeichen gibt es, die 199, die drei Fragezeichen und der grüne Kobold. Und eine neue Sherlock Holmes, neue Fälle, die Folge 41, die dunkle Seite der Seele bei der Romantour. Genau, und bei Contendo Media gibt es den fünften Inselkrimi,
Lange Oger Dünenblut, das Hörspiel von Frank Hammerschmidt. Ja, da sind wir noch gespannt. Dann gibt es die dritte Folge von Anomalia. Der Wind sät, heißt selbige, und gibt es bei Lübbe. Ja, dann gibt es noch einiges bei Maritim bzw. All Ears, ehemals Märchenland. Zum Beispiel Sindbad der Seefahrer, die Gefangenen des Sultans. Oder die sechs Diener. Ja, die nächste Folge Fix und Foxy, Invasion der Außerirdischen. Nach den Pflanzen kommen die Außerirdischen. Das ist ja geil. Dann Märchenhaft, die Gänsehirtin am Brunnen. Ja, und Herman Melvilles Moby Dick gibt es auch noch in einer Version von Märchenland. Ja, dann geht's weiter im Radio zum SRF 1. Dort gibt's am Freitagabend 20 Uhr, 17. Mai, das Hörspiel Der Unsichtbare nach Metz Wahl, eine Deutschlandradio-Produktion aus 2003. Und zwar eine sehr großartige, ein fantastisches Hörspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Unsichtbare ist Hilmar Eriksson, und zwar ein Mordopfer, der quasi die Ermittlungen zu seinem Tod begleitet als Geist, was er am Anfang nicht so ganz wahrnimmt. Also er kann nicht verstehen, dass er Geist ist, weil er sieht das ja halt so, seine Umgebung wie immer, aber er ist zu dem Zeitpunkt, wo er das wahrnimmt, schon tot. Er wurde zusammengeschlagen und zu Tode geprügelt. Jetzt geht es um die Ermittlungen, wie es dazu kam und was da genau passiert ist. Und das Ganze führt zu einer Gruppe rechter Jugendlicher und sehr spannend und durch diesen besonderen Blick auch sehr interessant erzählt und kriegt auch nochmal so eine besondere Tragik dadurch, dass quasi das Mordopfer hier noch miterzählt. Also ist schon sehr, 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 sehr gut erdacht und spannend erzählt, fand ich sehr, sehr gut und würde ich euch dringend ans Herz legen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich das schon mal gehört habe. Das kam mir irgendwie bekannt vor gerade. Ich habe das vor Jahren gehört, ich habe es jetzt aber extra nochmal gehört, weil ich damals so euphorisch drüber geschrieben habe. Ich dachte, doch, musst du nochmal hören. Bereits vorgestellt hatten wir euch das Hörspiel Der Ballon, ein deutscher Fall. Das gibt es nochmal zu hören im RBB Kulturradio. Am Freitagabend 22.04 Uhr. Josef Roth wird 80, nee, er wird 80 Jahre tot sein, und zwar am 18. Mai. Und da hat der Ö1 nochmal ein Hörspiel ins Programm genommen. Drinnen bei mir bin ich sehr traurig. Josef Roth, ein Hörspiel von Helmut Peschiner. Eine Neuproduktion. Dann gibt's Arthur Schnitzlers Bertha Galan nochmal zu hören. Und zwar den ersten Teil. Das Ding ist beim Hörverlag vor Jahren mal rausgekommen, 2002. Die SWF-Produktion aus 1956, also ein, ja, Klassiker, der wirklich hörenswert ist. Das ist zwar schon ewig her, dass ich das gehört habe, aber ich fand das ziemlich stark damals. Das gibt's zu hören am Samstag, 18. Mai um 15.05 Uhr im BR2. Da läuft, wie gesagt, der erste Teil. Ja, die nächsten dann hier kommenden Wochen. Wirklich ein zu Recht ein Klassiker, und das sollte man mal gehört haben. Haben wir das nicht schon mal vorgestellt? Ja, bestimmt. Bestimmt, ne? Am 18. Mai, 20 Uhr bei SRF2 Kultur gibt es auch ein Hörspiel, was wir euch schon vorgestellt haben. Und zwar Bei Trost, das Hörspiel von Naima Gabriel. Noch so ein Ding, das ich unbedingt gehört haben wollte eigentlich. Mhm. Die Zeit. Dann gibt es eine Ursendung im HR2 am Samstagabend, 23 Uhr, das Hörspiel Subito von Gregor Glogowski, HR-Produktion. Ich habe es versucht zu hören, aber ich habe abgebrochen. Hast du Subito abgebrochen? Das war mir dann doch zu audioartig. Aber Subito, ja. Dann SRF2 Kultur am Sonntag, den 19. Mai, 17 Uhr, eine Ursendung, Die dritte Arbeitskraft, Mein Geld, ein Hörspiel von Michael Staufer. Ja, dann, Mensch, hatten wir es nicht neulich erst mit Schall und Wahn? Genau. Und der Taskforce Hambox, ja, jetzt gibt's die zweite Taskforce Hambox. Und zwar im Handel. Ab Montag erhältlich, 20. Mai, die nächsten Fälle von Dirk Schmidt. Und zwar zu hören gibt's Paradise City. Steht, glaube ich, nur Paradise City drin. Ich glaub, so. Aber es sind auf jeden Fall noch einige andere drauf. Ja, dann gibt es auch was bei Sauerländer Audio, was im letzten Jahr beim HR und BR produziert wird und was wir auch, glaube ich, erst im Nachgang irgendwie mitbekommen haben. Und zwar ein Hörspiel von Bernd Gieseking, Regie hatte Hans-Helge Ott, und das Ganze heißt Ab nach Paris und hat den Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe bekommen. Und darin geht es um eine Oma und ihre Enkel, die, beziehungsweise, ja doch, Enkel, Nele und Felix,
Die werden oftmals bei Oma geparkt, weil die Eltern halt nie Zeit haben. Aber die Oma ist plötzlich verschwunden. Und das hat damit zu tun, dass Oma früher mal in Paris lebte und dort die Bekanntschaft eines Malers hatte und auch die Bekanntschaft eines Polizisten. Dieser Maler hat jetzt eine Ausstellung und dort fehlt ein Bild. Und ja, das hat schon damit zu tun, dass die Oma plötzlich ihre Sachen packt und sich nach Paris macht. Und die Kinder stehen jetzt plötzlich, beziehungsweise die Enkel, alleine da und beschließen, hinterher zu reisen. Das wird dann ein interessantes, lustiges Abenteuer über Kunst, über Kunstfälscher, über die Suche nach einem Kunstfälscher, ein verschollenes Bild, ein ja, gefälschtes Bild. Ein sehr großer Spaß, vor allen Dingen, wie diese beiden Enkel dann in Paris sich durchschlagen mit sehr interessanten Verwicklungen und macht Spaß. Hat jetzt nicht den großen Tiefgang, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr locker, flockig und schnell erzählt. Fand ich sehr, sehr schön. Das klingt gut. Ja, das war echt lustig. Dann etwas sehr Spannendes. Im WDR 3 gibt es am Mittwoch, den 22. Mai, 19:04 Uhr, eine Ursendung. Und zwar Guter Rat heißt das Hörspiel, Teil 1 und Teil 2. Ein Hörspiel von, festhalten, Philipp Stegers, Benjamin Quabeck, nach Tertia Mora, Özlem Dünar, Georg M. Oswald und Frank Witzel. Und diverse Regisseure sind auch am Werk. Annette Kurt, Petra Feldhoff, Claudia Johanna Leist, Benjamin Quabeck und Thomas Leutzbach. Heidewitzka, Das eine klingt gut, ja. dokumentarische Serie um die Entstehung des Grundgesetzes. Das klingt wirklich spannend. Es wird auch auf verschiedenen Sendern laufen. Also es haben ja einige mitproduziert und es läuft also nicht nur bei WDR, Deutschlandfunk und BR, die produziert haben, sondern ich glaube auch bei Radio Bremen ist zu hören. Alle Termine, alle weiteren Termine findet ihr natürlich im Überblick oder auf unserer Seite oder im Hörspielheft. Genau. Dann Mittwoch, 22. Mai, NDR Kultur. Ernst Toller hat auch seinen 80. Todestag und da gibt es auch ein neues Hörspiel vom NDR. Masse Mensch, das wird auch demnächst auf CD erscheinen. Ich habe jetzt leider die Info nicht, wann und wo, Am aber reichen Audioverlag. wir da. Als Audioverlag, ja. Also Ja, war stimmt, genau. im Katalog zumindest drin. Ja, Irgendwann im okay. Herbst. Also werden wir dann auch nochmal separat erwähnen. Ja, kommt auf jeden Fall ab 22. Mai. Dann ist wieder Freitag, also ab in den Handel. Los geht's mit Larry Brand, der nach den grandiosen Folgentiteln zuletzt jetzt eine ziemlich lahm hinterherlegt mit Folge 30. Das Geheimnis der Knochengruft. Also der hätte ruhig noch irgendwie einen Satan mit rein können Ja, oder oder ein Adjektiv. ja. Dämonischen Knochengruft. Ja. Ja, ist ein bisschen schwach. Aber naja, müsst ihr selber wissen. Ja, ebenfalls ab 24. Mai gibt es bei Jumbo eine neue Folge von Wieso, Weshalb, Warum, Profi-Wissen. Diesmal geht es um Vulkane. Bei den Macabros Classics geht's auch weiter mit Folge 11 im Leichenlabyrinth. Bei der Winterzeit, ich kann mich wie gestern immer noch daran erinnern, als ich die Folge, also im Original bei Europa, das erste Mal gehört habe und begeistert war. Dann gibt es auch eine neue Geisterschocke am 24. Das unsichtbare Grauen bei der Romantruhe. Praktisch, beim Hörspiel braucht man sie eh nicht sehen. Sag mal, ist die so rot, weil die gerade gewürgt wird? Das kann gut sein. Das wirkt er vielleicht nur so, weil der andere so sehr blass ist. Ja. Dann geht's bei Johnny Sinclair auch weiter mit Folge 6. Dicke Luft in der Gruft, der dritte Teil, den gibt's bei Folgenreich. Und die drei Ausrufezeichen gibt es auch. Die Folge 61, der Fall Dornröschen. Ach du Herr Jemini. Ja. Und bei den drei Fragezeichen Kids geht's auch weiter mit Folge 70. Ja, wirklich Aufbruch ins All. Ja, Todesflug Reloaded. Ja, auch die Fuchsbande hat ein neues Abenteuer ab 24. Mai am Start. Die Folge 11, der zerzauste Sessel und die verwehten Kissen. Der zerzauste Z. Um Himmels, ich kann das Ist nicht. schwer, ich kann Wie es auch hast nicht. du Ich habe es das ja auch denn so raus? verkackt. Nee, Ja, du hast gar überhaupt nicht nicht. Nee, war da verkackt. auch falsch. Ich habe da auch zerzaust gesagt, anstatt zerzaust. Der zerzauste Sessel, um Himmels Willen. Wer denkt sich denn diese Folgentitel aus? Genau. Ich glaube, das ist Absicht. Dann Kati und Vermutlich. Azuro gibt es auch ein neues Abenteuer. Die 23, Azuros großer Auftritt. Ja, die Dreamland Grusel 38 wird es auch auf CD geben. Als Digitalversion gibt es das ja auch schon seit Ende April. Der letzte Tropfen heißt es und ist am 24. Mai, wie gesagt, auf CD erhältlich. Dann nochmal All Ears. Diverse Märchen. Der standhafte Zinnsoldat und das kalte Herz. Heidi kommt zum Almöhi. Wieder zurück? Ach nee, Ja, das ist die ist die Schweizerdeutsche. schweizerdeutsche Variante.
Abgefahren. Was hat denn Märchenland immer mit diesem ganzen Schweizerdeutsch zu tun? Wer weiß, wer da noch alles kommt. Bin gespannt. Und ja, Onkel Toms Hütte gibt's noch. Ja, und vermutlich auch die Fix und Foxy 4. Typisch mal, weil es erscheint eigentlich jede Woche eine Fix und Foxy. Außer in der, und wie wir gleich sehen werden, erscheint am 31. Mai die 5. Könnte also sein, dass da die 4 erscheint, aber nichts Genaues weiß man. Aber haltet euch mal bereit. Dann ab 20 Uhr am 24. Mai bei SF1 die Leoparden brüllen wieder. Ein Hörspiel von Jan Decker, ein Hörspiel, was der SWR 2013 produziert hat. Da geht es um einen Fußballclub im ostdeutschen Pleißnitz. Ursprünglich ein großer Club im ostdeutschen Fußball, irgendwann in den Niederungen der unteren Ligen versunken. Jetzt gibt es einen Investor, der sich so einen Club aussucht als Werbeträger für ein Getränk und den Club jetzt ganz nach oben bringen will. Er hat irgendwie parallel, kann man sich kaum vorstellen, dass er irgend so ein Getränkeverein kommt und irgendeinen ostdeutschen Club kauft und den durch die Ligen hetzen will. Wäre bis zu dem Punkt auch ganz interessant, aber dann wird leider ein merkwürdiger Krimi draus, der so irgendwie mich mehr gestört hat, als mir gefallen hat. Also ich habe jetzt gedacht, ich setze mich da jetzt mit Kritik an eben diesem Fußball-Ding auseinander und das verschwindet dann irgendwann vollkommen. Und es geht dann quasi nur um einen Mord und wie der berühmte Fußballmanager Hetzmann, der da engagiert wurde, diesen Verein eben aus den unteren Ligen zu katapultieren, wie der da so reingerät. Das ist zwar für sich genommen interessant, aber das hat so einen komischen Bruch in diesem Hörspiel. Und das ist ja auch nur relativ kurz. Ich glaube, das hat so 40 Minuten oder so. Da fand ich das so ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen abgehackt. Also so quasi so zwei Teile Hörspiel und keiner wurde irgendwie so richtig erzählt. Also das hat mich nicht besonders gut unterhalten. Kann man nicht sagen, unterhalten ging so, aber ich fand es ein bisschen merkwürdig von der Story. Dann am Freitagabend 22.03 Uhr gibt es im SWR 2 noch eine Ursendung und zwar Der Weibsteufel, ein Hörspiel von Karl Schönherr, eine ORF-SWR-Koproduktion. Ja, dann nochmal Handel, 25. Mai ist es terminiert, wahrscheinlich kommt es schon freitags, also am 24. Mai raus. Was ist was, Junior, die Folge 29, Straßenverkehr. Dann hatten wir euch bereits vorgestellt, ein Hörspiel von Erhard Schmid, Das letzte Geschenk gibt es nochmal zu hören, um 17.04 Uhr am Samstag. Abend, spät nachmittags, um WDR 5. Ja, dann einen Radiotipp, den wir euch schon, ich glaube, auch schon mal ans Herz gelegt haben. Ja. Alles ist Apple von Holger Siemann läuft nochmal am 26. Mai um 14.04 Uhr bei RBB Kulturradio. Eins der Granaten aus dem Hörspieljahr 2017, Thilo Gosejohanns fantastisches Heil Ho, Let's Go, ein Hörspiel mit Die Hitlers, fantastisch. Am Sonntagabend 19.04 Uhr im WDR 3, man muss ein bisschen Humor mitbringen und ein bisschen Humor mitbringen. Ja, Humor ist gut, ist absolut Humor. Schon. Kommen wir zum Umklapp, das ich auch noch eingemacht habe. Kurzstrecke 86 ist erstmals zu hören am 27. Mai um 0.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Darin die Hörspiele Ansage von Christopher Williams und David Moss, Fin de Mission von Bianca Künzel, Der Verfassungsschützer von Katja Sophia Ditzler und natürlich Neues aus der Wurfsendung. Ja, dann im WDR 3 startet am Montagabend 19.04 Uhr, 27. Mai, Das Fundament der Ewigkeit mit dem ersten Teil. Das Hörspiel hatten wir euch ja in gänzlicher Breite vorgestellt bei der Wurfsendung. Genau, und das läuft dann jetzt auch die ersten Wochen im Juni dann durch, also Ende Mai geht's los und dann läuft's bis Mitte Juni jeden Tag eine halbe Stunde von Montag bis Donnerstag. Dann am 27. Mai 21.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Ursendung des Krimis Dei Ungeschickte von Alexandre Serra. Dann ein Hörspiel, das mir viel Magenbeschwerden bereitet hat, tatsächlich am 27. Mai am Montag 22 Uhr im MDR Kultur das wirklich sehr hörenswerte Hörspiel Gift von Lot Weckemanns, eine MDR-Produktion aus 2012, die sehr an die Nieren geht. Ja, dann am Donnerstag, den 30., nee, gar nicht, am Dienstag, den 28. Mai um 20.10 Uhr beim Deutschlandfunk gibt es ein neues Hörspielmagazin, das Hörspielmagazin für den Monat Juni beim Deutschlandfunk, ja natürlich. Dann am Donnerstag. Da stimmt bestimmt die Uhrzeit nicht. 8.05 Uhr kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, das ist 18.20 Uhr bestimmt. Kann ja schon mal parallel gucken, dann kannst du mir schon mal sagen, was ist. Ja genau, im Deutschlandfunk Kultur, ich will eh nochmal was dazu sagen. Ja, den Deutschen Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung hat für dieses Ding Lars Rudolph bekommen. Und wir haben ja damals schon gesagt, dass das sowas von immens an den Richtigen gegangen ist.
Der goldene Handschuh von Heinz Strunk gibt's dort zu hören im Deutschlandfunk Kultur. Und ich habe es mir, weil es jetzt beim Audioverlag auf CD rauskommt, tatsächlich nochmal angehört. Natürlich wie beim ersten Mal mit diesem Fasziniertsein und Widerwillen. Also diese merkwürdige Mixtur, die man hat, wenn man so Sachen hört, die wirklich gut sind, in allen Belangen schauspielerisch gut sind, was die Geschichte und die Erzählweise anbelangt gut sind, aber die halt thematisch so schwer sind, schwer zu ertragen sind und wie immens krass man in dieses Milieu tatsächlich hineingesogen wird von diesem Hörspiel, also von der Geschichte von Heinz Strunk auch, aber im Speziellen von diesem Hörspiel Regie Martin Sülker, der das wirklich fantastisch gemacht hat. Wir lernen Fritz Honka kennen, der für diverse Morde an Frauen verantwortlich gemacht wurde, in den 70er Jahren aufgewachsen, eine ganz üble Kindheit hatte, viel geschlagen wurde, sich hat durchkämpfen müssen, was beim Gerichtsprozess erzählt wird. Im Endeffekt wird diese Geschichte mehrspurig. Also wir haben den Gerichtsprozess, wo der Anwalt ist es, glaube ich, der Anwalt von Fritz Honka vor Gericht quasi darlegt, was für eine Person Fritz Honka ist. Und parallel dazu wird halt die Geschichte erzählt. Auch ganz fies fand ich Sebastian Rudolph als Erzähler, der das auch auf eine ganz eigenwillige Art macht, die so zwischendrin sein und neutralem Kommentieren ist. Also der hat da einen ganz eigenen Stil gefunden, der auch ganz unangenehm letztlich dieses ganze Hörerlebnis so unangenehm macht, aber wirklich eklig faszinierend. Das Fiese ist halt tatsächlich, dass man, also vor allem als es dann um die Vergangenheit von Fritz Honka geht, noch mehr in diese Figur abtaucht und jetzt nicht Verständnis für ihn hat, um Gottes Willen, in keiner Phase. Aber halt durch dieses Abtauchen und dieses Reintauchen in diese schreckliche Welt, in der er lebt und in dieser Umgebung, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Satz anfing. Ich auch nicht mehr. Ich sollte meine Sätze einfach kürzer machen. Also Quintessenz, ich finde das Ding wirklich brillant, ein fantastisch gutes Hörspiel, wirklich nur was für richtig starke Nerven, denn das, was da passiert, ist wirklich so widerwärtig und so, weil es auch noch so gut geschauspielert ist, taucht man eben mit großem Widerwillen tatsächlich in diese Welt ab und klebt wirklich im Handschuh fest und vor allem in der Wohnung von Fritz Honka fest und kommt da irgendwie nicht los. Bis zum Ende des Hörspiels. Ja, ich fand das auch damals sehr, sehr gut und empfehle daher mit. Und wann läuft es? Weiß es? 18:30 Uhr. 18:30 Uhr, okay. Ja, das ist ja Feiertag also nicht überall, aber. Nee, doch, da ist ja überall. Christi Himmelfahrt geht es überall, oder? Ja. Wenn ich jetzt denke, wie die Leute schon auf die Barrikaden gegangen sind wegen ein paar Morden bei Tod und Lametta. Ja. Wenn das hier um 8:05 Uhr laufen würde. Wäre schon nicht schlecht. Nee, ist 18:30 Uhr. Aber nochmal kurz zurück dann entsprechend, weil jetzt sind wir ja in der Sortierung ein bisschen durcheinander. 14:05 Uhr am Donnerstag, den 30. Mai, gibt es ein SWR-Hörspiel und zwar Für den Herrscher aus Übersee. Ein Hörspiel von Theresa Präauer. Eine SWR- und ORF-Produktion aus 2016, die auch 2017 digital in der SWR-Edition erschienen ist und die du schon mal vorgestellt hattest, wenn ich das richtig im Ohr habe. Nee, ich hatte sie vorgestellt. Ich hatte sie vorgestellt. Das, wo ich den Titel lese, genau, ich hatte sie vorgestellt. Ja, aber auch nichts für jedermann, eine Kinderstory. Stimmt, ich war die ganze Zeit auch gut für den Herrscher aus Übersee, warst du. Nö, stimmt gar nicht. Ja, dann auch vorher, 18:20 Uhr, fast parallel, gibt's zu hören am Donnerstag, eine Ursendung im SWR 2. Ein Hörspiel von Wolfram Lotz, SWR-Produktion Das Ende von Iflingen und, aufgemerkt, am Regiepult Leonhard Koppelmann. Sehr gespannt drauf. Dann 30. Mai, 23 Uhr bei 1 Live startet der Kaiman Club nochmal. Die erste Staffel wird zu hören sein ab diesem Donnerstag, den 30. Mai und das läuft dann bis Ende Juni und im Juli gibt es dann tatsächlich die zweite Staffel vom Kaiman Club als Ursendung und alles gibt es natürlich auch zum Download. Sehr schön. Heute ist drauf. Im Handel, wir sind am Freitag angekommen, gibt es eine John Sinclair Classic Tonstudio Braun, die 87, die Teufelssekte mit einem wunderschönen Cover. Dann gibt es auch im Handel den nächsten Colin McFadyen Umsetzung als Vierteiler bei Lübbe Audio. Der Todeskünstler heißt das Ganze, erscheint, wie gesagt, in vier Teilen und wird in der Hauptrolle von
Annegret Kramp-Karrenbauer. Nein, wie heißt sie? Kati Karrenbauer gesprochen. Na, so ähnlich. Dann gibt's zu hören zwei neue Gruselkabinetter. Und zwar die 148 im Labyrinth der großen Pyramide von. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es auch nicht lesen. Louisa May Alcott. Hat Louisa auch schon May was, Alcott. Nee, ich glaube. Echt nicht? Was sagt mir denn der Name Alcott? Die andere ist die 149 Flaxman Low, der Fall Teufelsmoor. Mhm. Das ist aber auch. Das ist aber jetzt wieder was von jemandem, wo wir schon was hatten, oder? E und H. Aaron? Das hat man definitiv bei Titania schon mal zumindest. Okay. Ist da nicht dieses mit dem Spukhaus, was da die eine Tochter nur sieht? Keine Ahnung. Nee, Mama, bis zum nächsten Mal. Wissen wir's. Okay. Dann gibt es auch eine neue Folge der Sherlock Holmes Chronicles, die Folge 23, der blutrote Edelstein, ebenfalls ab 31. Mai im Handel. 63? Mhm. Habe ich was anderes gesagt? 23. Okay, nee, 63. Ich wundere mich immer bei denen, wie diese Folgenzahlen da, also ist absolut irre. Ja. Oh, meine Freundin Conny ist Lütti ein großer Fan von. Mhm. Conny ist wirklich cool. Conny kann nicht einschlafen und Conny macht das Seepferdchen. Nee, ernsthaft, Conny macht das Seepferdchen, das kenne ich als Geschichte. Das habe ich gelesen schon. Das ist auch schon uralt. Also ich glaube, das hatte ich schon früher als Hörspiel. Also nicht ich früher als Hörspiel, aber so gab es das schon, als meine Kinder klein waren als Hörspiel. Das ist auch echt cool. Ja, eine neue John Sinclair Neu-Edition 2000 gibt es auch. Die 131 Zombie-Ballade. Was ist das denn für ein Cover? Keine Ahnung. Das ist jedenfalls kein. Ja, doch, die Zombies sind auf den Bildern. Das ist wahrscheinlich eher eine Zombie-Parade an der Wand. Okay. Sehr schräg. Bei Oscar Wilde und Mycroft Holmes geht's auch weiter mit Folge 21. Bolleskin House heißt die Folge. Ja, dann gibt es wieder einen Dreiteiler. Bei Die Schule der magischen Tiere auf einen Schlag kommen dann die Folgen 7, 8 und 9 raus. 7 heißt Rabat und Ida, die 8 Silas und Rick und die 9 ist Henry und Leander. Und bei 7 geht's auch weiter. Folge 5, das Ende aller Tage am Rande des Wahnsinns bei der Romanuhr. Ja, und die 13. Folge von Foster soll auch noch im Mai erscheinen. Ja, wir sind gespannt. Wir wissen noch keinen Titel, wir wissen noch keinen Cover, wir wissen noch nichts, außer dass es kommen soll. So gespannt. Die Folge 12 war ja großartig. Mhm. Dann gibt es noch am Freitag Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Wettlauf gegen die Zeit. Das ist dann das wahrscheinlich, tippe ich mal, Finale der 80 Tage um die Welt. Mhm. Sieht so aus, ja. Ja, dann gibt es noch etwas bei Märchenland Maritim und All Ears. Da kommt noch ein bisschen raus. Zum Beispiel von einem jungen Riesen. Oder Heidi, die große Enttäuschung auf Schweizerdeutsch. Space Rider SR-447, wie auch immer diese Serie heißt. Die Pyramide der Eisplaneten ist die zweite Folge. Die ist ja sehr beliebt, Space Rider. Ja. Echt? Könnt ihr das sagen? Ja, dieser Zweiteiler, der ist total, total beliebt. Der taucht immer wieder auf. Der hat ganz viele Fans. Fans, das geht mich, so. Mich noch nicht. Dich noch nicht. Mhm. Hier ist Science Fiction, das ist doch dein Ding. Genau. Mein Märchenschatz heißt auch eine Produktion, was auch immer für Märchen dann da drin sind. Ja, oder auch lustige Geschichten von Punti und Strippi. Was? Keine Ahnung. Dann Fix und Foxy 5, Geisterschiff Ahoi. Juhu. Und noch eine Larry Bond mit dem etwas unadjektivischen Titel Die Müllmonster. Wie gesagt, bei den Titeln müsst ihr nochmal nachdenken, da schwächt ihr, verschwacht ihr total ab. Der heißt wirklich Die Müllmonster. Mhm. Ich frag mich immer noch, wie ernst das da genommen wird. Das Schlimme ist, die nehmen das zu ernst. Ja, ja. Und dann habe ich so einen Titel, das ist doch nicht zum Ernst nehmen. Mhm. Da muss man doch erstmal lachen. Das ist doch der erste Impetus, wenn man sowas liest, dass man da lacht. Das verstehe ich immer nicht. Mhm. Na. Nee. Und nochmal eine neue Folge: Edgar Allan Poe und Auguste Dupin, die Folge 5, Der Fluch des falschen Königs. Ja, haben wir eben schon mal, aber die gibt es jetzt auf CD ab 31.05. Deswegen kommt mir das gerade so bekannt vor. Ach, deshalb. Okay. Ja, das hatten wir ja oben schon. Ja. Aber wir haben noch einen Umklapp. Oh, als hast du gewonnen. Auf den letzten Metern. Nicht schlecht. Mhm. Sag nochmal, was ging bei Dortmund schon wieder? Den hast du doch hier mit der CD, das hast du doch extra eingebaut noch. Ja, genau. So eine kleine Hürde, dass ich dich verwirre. Tja, alles Taktik. Was wollte ich sagen? Ursendung, Deutschlandfunk Kultur, ein audioartiges Hörspiel von Pedro Oliveira. Ne? A series of gaps rather than a presence, heißt es. Ja, dann am 31. gibt es noch eine Ursendung. Um 19.04 Uhr im WDR 3, das ist der Freitag, Bestseller-Krimi. Ein Hörspiel von George K. Barris, eine WDR-Produktion. Thomas Werner am Regiepult. Und nicht die einzige Ursendung an diesem Abend, denn um 20 Uhr gibt es auch bei SRF 1 Ein ganzes Leben, ein Hörspiel nach Robert Seethaler.
Und zu guter Letzt etwas sehr Interessantes: Children of Adam, Kinder Adams, das Hörspiel von Kai Greene nach Walt Whitman, das wir euch schon vorgestellt haben, das bei Hörbuch Hamburg auch auf CD erschien vor ein paar Jahren. Die Koproduktion von RB, SWR und Deutschlandradio gibt es im Bayerischen Rundfunk BR2 zu hören. Um 21.05 Uhr gibt es den, nee, nicht den ersten Teil, komplett zu hören. Ja. Komplett, genau. Und das war's. Ihr habt es hinter euch. Ja. 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 Und dann jetzt haben wir uns doch wieder so viel Zeit gelassen. Im Mai geloben wir besser. Ja, vielleicht kommen wir ja noch pünktlich. Ja, aber wahrscheinlich nicht alles, oder? Na, mal gucken. Mal gucken. Ja. Wir geben uns Mühe. Richtig. Also wenn ihr das jetzt am 30. April gehört habt, dann sind wir froh. Ja, genau. Ja. Wie der Mops im Haferstroh. Ja. Gut, denn halten wir euch nicht länger auf, war Nein. eh lang genug jetzt. Ja. Und ja, ab dafür. Bis nächsten Monat. Gehabt euch wohl und viel Spaß beim Hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.